Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Freitagmorgen, komplett entladen, das Training schon mit über einer Stunde hinter mir, noch einen kleinen Videoclip gedreht zum Thema Trainingsstation M4 von Fino Maximum und wie ihr heute Morgen sehen könnt, die Form wird Stück für Stück auch ein bisschen besser. Das heißt, dass natürlich das Wasser jetzt rausgeht. Ich habe heute kein Salz, keine Natriumzufuhr und heute bis heute Abend ist die Zufuhr an Nährstoffen sehr weit reduziert. Heute gibt es nur noch gekochtes Hähnchenfleisch, sonst gibt es nichts. Es gibt auch kein Gemüse, es gibt keine Ballaststoffe, weil der Darm darf nicht zu voll werden. Er soll leer sein, ich brauche natürlich das Hähnchenfleisch, dass ich letztendlich Protein in ausreichender Form habe. Fette gibt es heute natürlich auch keine, weil ich provoziere natürlich, dass ich heute mich komplett entlade, dass sämtliche Glykogenspeicher bis auf den Null runtergefahren wird. Deswegen kommt heute zusätzlich noch zu dem, was ich jetzt schon gemacht habe, das sind 2 Stunden Aktivität, kommt nochmal heute Mittag ca. 45 Minuten Cardio-Training zu. Cardio-Training sehr intensiv, ich möchte natürlich komplett leergesaugt sein. So, dass heute Abend natürlich auch die Aufladerei klappt. Und so sieht es jetzt momentan aus, das Ganze. Ich werde natürlich heute Abend und morgen früh noch mal einen ganz kurzen Clip machen, damit ihr den Unterschied seht, wie man sich verändert. Achso, ja, wenn mal nach unten gefahren wird, das sind die Beinchen. Ich denke, die können sich ganz gut sehen lassen. Und da muss ich mir immer wenigstens Sorgen drüber machen, über die Beine. Genauso wenig wie über die Waden. So, und dann nochmal von oben. Das haben die Kompressionsshirts Nachteil, dass sie sich sehr schwer ausziehen lassen. So, das ist jetzt oberkörpertechnisch. Da haben wir hier und Bauchmuskulatur ist die und natürlich nochmal von hinten. Müsste heute schon ein bisschen besser sein wie gestern. So, das war's. Heute Abend nochmal einen ganz kurzen Clip zur Form, damit ihr seht, wie sich das stundenweise verändert. Jetzt habe ich noch so knapp über 80 Kilo, heute Abend kann es 79 sein und morgen 78,5 gehe ich mal davon aus. Das war's. Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.